Lara Bägerin, nun treffen wir uns doch noch am Filmset. Der Aufenthalt verlängert worden. Wurdest du auch eingeschneit? Ich wurde eingeschneit. Zum Glück, es gibt schlimmere Orte, als in Zürs eingeschneit zu werden. Vor allem mit so einer Wahnsinnsbesetzung wie mit dem Karl und mit der Suni Melles. Und es gibt Schlimmeres. Ich hatte selten so einen Spaß am Set, vor allem mit der Wahnsinnsbesetzung. Es macht irre Spaß. Ich bin jetzt traurig, dass es mein letzter Tag ist heute. Aber jede Produktion geht einmal zu Ende. Ich komme dann natürlich nochmal zur Abschlussfeier rauf. Aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht, vor allem wieder mal in der Heimat zu drehen und in Deutsch. Und ja, es gibt nichts Besseres, als am Set zu sein und mit so tollen Menschen zu arbeiten. Wir dürfen euch ja gerade ein bisschen über die Schultern blicken, sahen einen sehr emotionalen Abschied deiner Filmfigur. Gab es einen Spieltag, eine Szene, die dir besonders Spaß bereitet hat? Absolut jeder Tag macht Spaß hier, aber vor allem letzte Woche hatte ich eine eigentlich recht emotionale Szene mit dem Karl, weil meine Rolle der Natalie ist eigentlich ein sehr freches, zickiges Mädel, das mit einer Hotelübernahme überhaupt nichts am Hut hat, weil ich spiele die Tochter von der Hotelbesitzerin. Sie hat andere Dinge im Kopf und möchte was vollkommen anderes machen mit ihrem Leben und ist eigentlich total gelangweilt hier in dem Hotel und es gefällt ihr überhaupt nichts und sie ist immer schlecht drauf eigentlich und macht sich aber auch über die Gäste lustig. Aber letzte Woche hatten wir eine Szene, in der der Karl auch entdeckt, dass ich auch eine andere Seite habe, eine sehr tiefe Seite, eine auch sehr verletzte Seite eigentlich durch etwas, was in meiner Vergangenheit passiert ist. Und er möchte es aus mir raus quetschen und macht es auch sehr erfolgreich. Und das Ganze wird dann recht emotional im Film werden. Aber das macht natürlich, das ist für jeden Schauspieler wahnsinnig toll, wenn du so eine Szene spielen darfst und vor allem mit einem Wahnsinns-Schauspieler wie dem Karl Markovic. Ich bin ein großer Fan und wenn du die Szene mit ihm spielst und ihm in die Augen blickst, dann denkst du dir, ach, das ist besser als jede Schauspielschule. Das hebt einen richtig und macht einen als Schauspieler auch besser. Und das ist wahnsinnig toll. Also ich könnte mir nichts Besseres vorstellen.